Hold up. Hallo meine lieben Dudes da draußen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Cubic. Im Hintergrund könnt ihr schon sehen, läuft gerade der Tesseract voll. Wie ihr sehen könnt, habe ich gerade meinen Tesseract-Rahmen vollgemacht mit resonantem Ender. Und da haben wir unseren Tesseract-Rahmen. Und jetzt müssen wir den. Okay, wir brauchen Silber und Bronze. Guck mal, Bronze. Bronze. Redstone-Ofen. Ei, Kupfer und Zinn. Okay. Leck. So, hier könnt ihr nochmal meinen Tank sehen. Hier. Und ja, Kupfer und Zinn war das, glaube ich. Zinn. Ferris. Zinn, 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 Zinn. Den Induction Smelter. Zack, rein. Und ich denke, dann kommt... Ja, perfekt, Bronze. Legierungsbarren? Moment mal. Ist das jetzt Bronze? Moment. Ach so. Habe ich jetzt das Falsche angeklickt? Nochmal. Tesseract. Das habe ich da angeklickt. Diese Bastlerregie. Ah, okay. Und Silber. Silber. Oh Gott. Lag, lag, lag. Nein. Key. Silber. Silber. Ich dürfte doch... Ah, Silber, perfekt. Und ich glaube, das war's auch schon. Oh Gott, lag. Oh, lebef. Fail. Ah. So, Dudes. Da könnt ihr sehen, Bastler-Legierung und der Tesseract-Rahmen. Und da haben wir unseren Tesseract. Yay! So, den können... Habe ich noch Kabel? Können wir dann hier anbringen. Machen wir einfach die Verbindung 1, 2, 3. Set Frequency. Und hier den Namen im Dude Energy. Energy. Ah, glaub schon. Und Set Frequency. So. Gut. Und machen wir also mal Ignore. Senden und empfangen. Gut, das habe ich jetzt gesettet. Und ich würde sagen, da gab es so ein Command irgendwie. Cough. Bla, 5. Ich habe keinen Plan, Leute. Egal. So. Hops. Okay, da ist unser Tesseract. Und jetzt ist die Sache, ich wollte mit der Itzlauze meine Energie teilen. Und dann gucken wir einfach mal. Oh, warte Gott. Entschuldigung, ihr könnt gerade keine Minecraft-Sounds hören. Ich glaube, jetzt ist es... Ich glaube, jetzt ist es besser. So. Kurz den Hammer nochmal reinnehmen. Nein, okay, hier ist der Tesseract. Oh Gott, Leute, ich guck mal kurz den Command nach. Und jetzt gibt es einen kleinen Cut. Fail.
So, da sind wir wieder. Und ich habe den Command gefunden. Nämlich, das ist, der heißt, der ist so. Kaufe Friend Guy, GUI. Und kann man die Freunde halt hinzufügen, wenn man Eats Laute Add. Ad Rock Rabbit Epi Add. Und Smask LP. Gut. So. Dann kann ich das kurz mal hier auf eingeschränkt. Set Frequency, Dude Energy, Set Frequency. Ja, da gut. So, dann sende ich jetzt ab. Und zu. Moment, ich muss jetzt wieder einen neuen Tesseract machen. Oh nee, nicht wieder. Oh Gott, Enderium. Gut, Enderium-Mischung. Formlose. Herstellung. Oh. Hä? Okay. Warte, Leute. Oh, lag. Okay, Leute. Es gibt mal einen kurzen Cut wieder. Und so, da sind wir wieder, Leute. Und ja, gut. Ich habe es endlich geschafft, diese Enderium-Mischung zu machen. Ich habe mir das alles nochmal gut angeguckt. Und jetzt werde ich das Problem haben, dass mir diese pyrotheumatische Bla fehlt. Und deswegen gehe ich jetzt ins Nether. Ich nehme gerade einen Kommentar auf, nur zur Info, weil ich irgendwie Probleme mit dem Ton hatte. Okay, also, jetzt gucke ich nochmal nach und da werde ich feststellen, oh, ich brauche hier noch dieses Pyrotheumstaub. Und Leute, ich will es eigentlich euch ersparen, dass ich so unendlich lange im Nether suche nach diesem Lohenstaub. Und ja, ich denke mal, ich werde diese Szene dann rauscutten. Und ja, dann sag ich mal, bis gleich. So, da sind wir wieder aus dem Nether raus. Und ja, gut, Leute. Dann gehen wir mal zurück zu unserem Haus. Essen nochmal ein bisschen. Ich habe ein bisschen Netherstein mitgenommen, ein bisschen Netherwarzen. Und auch irgendwie Blutbäume und Geisterbäume und sowas in der Art. What the fuck? Egal. So, dann gehe ich einfach mal rein in mein Haus. Und crafte mir jetzt diese Pyrotheumstaub oder sowas. Pyrotheumstaub. Habe ich noch 2 Lohnstaub übrig und dann crafte ich das jetzt mir. So, und da habe ich noch Schwefel als Schwefel habe ich als Nebenprodukt von pulverisierter Kohle bekommen und das habe ich in der rechten Kiste noch übrig gehabt, das heißt, ich werde es mir gleich rausnehmen. Jetzt habe ich es noch, ja, gut. Und da nehme ich das pulverisierte Obsidian raus. Pulverisiere nochmal die Kohle. Damit das auch schön. Damit das auch schön funktioniert. Und packen das Crafting jetzt rein. Fehlt mir noch ein Redstone. Ist mir nicht auf den ersten Blick aufgefallen. Ein bisschen fail. Übernehme ich das Redstone. Der ganze kleine Lag. Und nehme ich einfach mir noch einen Redstone mit und dann crafte ich das auch.
Pyrotäumstaub. So. Und dann noch den Lohnstaub. Und ja. Dann gucke ich jetzt in den Induktionsschmelter und dann schmilzt es. Ich hänge hier irgendwie ein bisschen fest an dem Enderium. Okay. Eine Enderium-Mischung. Und da bekomme ich meine zwei Enderium-Barren schon raus. Enderium-Barren. Ja. Und da habe ich meine vier Enderium. Diese werde ich jetzt noch, brauche ich noch kurz gehärtetes Glas. Hole ich mir noch Blei. Kurz. Ich habe nämlich kein Blei da gerade im Inventar gehabt. Ja. Nehme ich mir kurz Blei mit. Und dann klappt es schon, Leute. So. Dann packe ich noch schnell das Blei rein und dann schmilzt schon das gehärtete Glas. Das ist doch toll. So, und mehr kann ich auch nicht machen, weil mir ja zu wenig Obsidian habe. Und ja. Gut, Leute. Packe ich noch die Enderium rein. Und jetzt fehlt mir natürlich noch die Dings hier. Bin ich blöd gerade. Das Glas habe ich irgendwie weggepackt. War Fail. Nochmal Fail. Eine Fail-Folge, Leute. Eine richtige Fail-Folge. Und da haben wir den Tesseract-Rahmen. Schon mal. Für die Itzlaute. Dann nehme ich kurz mir ein bisschen resonantes Ender aus meinem Tank, um den nochmal aufzufüllen, den Flüssigkeitstransposer. Flüssigkeit. So, nehme ich die Eimer raus, pack den Tesseract-Rahmen rein und er füllt sich auf mit resonanten Ender. Und den Rest werde ich dann noch auffangen mit den Eimern. Ja, so ein bisschen wird er noch übrig bleiben. Entschuldigung, wenn ich gerade so müde bin, aber ist halt so, Leute. So, dann fange ich kurz mal wieder auf. Die Scheiße. Nein, das Enderium. Das flüssige oder resonantes Ender. Ich würde eigentlich flüssiges Enderium sagen. Ich finde, das hört sich besser an. Packe ich noch einen Eimer rein. Leck. Und da war es auch leer. Und da gucke ich nochmal rein, weil ich will. Nein, Spaß. Gut. Und jetzt habe ich schon diese Mischung gehabt. Diese besondere. Diese. Moment, die hieß Bastler-Legierungsbarren. Und die habe ich schon halt gecraftet. Weil ich hatte noch vom letzten Mal, vom Tesseract, was übrig. Und ja, jetzt habe ich irgendwie kein Silber. Mir fehlt das Silber, glaube ich. Da ist mir aufgefallen, oh, das könnte ich auch für Tesseract benutzen. Das war richtig genius, Leute. So, links oben nehme ich mir dann noch das Silber raus. 4 Stückchen. Und ja, da haben wir es endlich geschafft, den zweiten Tesseract und natürlich sehr sozial angelegt, kleiner Fail nochmal, sehr sozial, einfach mal der Itzlauze ein bisschen Energie abzugeben und da habe ich den Tesseract für sie. So, die weiteren Einstellungen muss ich ihr noch erklären. Und ich würde sagen, ich werde den Tesseract einfach offline, also jetzt gleich danach, hinbringen. Und ja. Dann, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr auch gerne eine Bewertung da lassen. Wenn ihr solche Videos nicht mehr verpassen wollt, dann könnt ihr mich auch gerne abonnieren. Und ciao!